Das Mindset der Champions. Der Podcast für dein Selbstbewusstsein von Tobias Kunert. Jeder hat das Recht auf ein selbstbewusstes Leben. Und ich helfe dir dabei, dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt auf- und auszubauen. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Immer wieder habe ich tolle Gäste, geführte Affirmationen und Meditationen, wertvolle Tipps der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Geschichten mitten aus dem Leben und jede Menge Humor. Das Mindset der Champions. Folge 21 und ich freue mich so abartig auf diese Folge. Ich sag's dir, ich habe so einen coolen Gast heute hier. Sein Künstlername ist Dian und sein Name ist Chenan Buldit. Vielleicht kennst du ihn. Er war bei The Voice of Germany ganz vorne mit dabei. Er ist außerdem ein wunderbarer Papa. Er ist ein toller Ehemann, ein Papa von zwei Mädels, gell? Richtig. Und hi, freut mich, dass du da bist. Ey, vielen Dank für die Einladung. Außerdem bist du ein wunderschöner Mensch und du strahlst. Danke. Sehr cool. Wir freuen uns, dass du da draußen zuhörst. Die Folge heißt Dranbleiben und da gibt es heute eine tolle Lebensgeschichte dazu. Das sage ich dir jetzt schon. Das wird richtig cool. Und als allererstes muss ich mich jetzt noch entschuldigen. Ich habe nämlich in der letzten Podcast-Folge einen Buchtipp versprochen und habe ihn am Ende einfach vergessen. Jetzt, wie war das für dich? Du hast jetzt zwei Wochen einfach nichts lesen können, oder? Das war Katastrophe. Ja, scheiße. Das darf nicht nochmal passieren. Ja, jetzt machen wir diesmal aber nicht zwei Buchtipps, weil sonst wirst du ja vor lauter Lesen nicht mehr fertig da draußen. Mein Buchtipp war, das ist ein Klassiker, vielleicht kennst du es schon, wenn nicht, dann lies es unbedingt, das ist gar nicht so dick, dieses Buch, und es gibt es auch als Hörbuch vom Autor selbst gesprochen. Das Buch heißt Jetzt von Eckhart Tolle. Wenn du das Buch nicht kennst, der Eckhart Tolle ist ein krasser Typ, der ist in seinen jungen Jahren sehr depressiv gewesen und war dann irgendwann kurz davor, sich das Leben zu nehmen und hat irgendwie so in seinem inneren Dialog gesagt, ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben. Und in dem Moment wurde ihm bewusst, wenn er einen Dialog in seinem Kopf führen kann, dann muss es nicht nur ein Ich geben, sondern ein Ich und ein Selbst. Und das Selbst ist ein künstlich erschaffenes Ich aus deiner Vergangenheit. Und der lernt dir, wie du in der Gegenwart leben kannst, so wie es als Kind war und wie ausgeflippt cool sich das anfühlt. Also wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, lies es unbedingt, die kannst du dir ans Herz legen. Oder als Hörbuch. Ich höre es jetzt gerade nochmal tatsächlich mit der Melli Zam an, weil das so ein Klassiker ist, den man immer wieder mal hören sollte. Und dann hat dieser Typ, also dieser Eckhart Tolle, als er das gelernt hat, sich von seinem künstlich erschaffenen Selbst aus der Vergangenheit zu lösen und nur noch in seinem Ich in der Gegenwart zu leben, dann hat er so eine Glückseligkeit erlebt, dass er danach 2 Jahre lang grinsend auf Parkbänken saß. Und zwar ununterbrochen. Der hatte keine Arbeit, kein Zuhause, kein nichts. Der hat so eine tiefe Glückseligkeit erlebt, dass er das danach weitergeben wollte und so ein spiritueller Lehrer, glaube ich, seit über 30 Jahren ist. So, und das war unser versprochener Buchtipp vom letzten Mal. Danke, dass du heute da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören. Koch dir wie immer sehr gerne einen Kaffee oder einen Tee. Das haben wir auch gemacht. Mega. Und hocken jetzt hier an einem wunderschönen Abend über den Dächern Kemptens zusammen. Wunderschön. Vielen Dank. Ja, danke dir. Außerdem haben wir heute noch einen Gast, einen stillen Gast. Meine Tochter Celine ist heute mit dabei, denn in der Schule ist, wie heißt es, Girls Day? Ja, Girls Day ist in der Schule und das heißt, die Mädels dürfen mit dem Papa mit zur Arbeit. Und da gibt es noch was zu klären, Chenan. Die Lehrer haben nämlich gemeint, der Tobias Kunert hat keinen Beruf, der männlich genug ist. Okay. Sollen wir denen mal ein bisschen helfen? Sollen wir denen mal zeigen, wie das ist? Ja, deswegen muss die Selina vormittags schon in eine Werkstatt und durfte da ein bisschen schrauben an Autos. Okay. Und jetzt macht sie mit uns trotzdem Männersachen. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Auf gar keinen Fall. Eine total coole Geschichte ist, wie der Chenan und ich uns kennengelernt haben. Nämlich zunächst habe ich mal, also ich habe eine Ausbildung gemacht nach meiner Schulzeit als Käser und da gab es
Den Tobi. Den Tobi. Den Tobi in der Schmelzkäserei. Und mit dem habe ich mich saugut verstanden, weil man ein total cooler Typ. Und der hieß Bulch mit Nachnamen. Und dann irgendwann war klar, ja, der Cenan ist sein Sohn. Er hat es mir tatsächlich erzählt, als wir uns getroffen haben. Hey, mein Sohn ist bei The Voice of Germany. Krass. Ich hatte da schon gar kein Fernseher mehr und habe das alles nicht mitgekriegt, dann erst im Nachhinein. Und dann hockt der Cenan plötzlich bei meinem besten Freund Martin. So war das. Und jetzt macht er Musik zusammen. Jetzt machen wir zur Musik. Okay. Und dann war das so witzig, weil ich wusste, du, deine Herkunft ist ursprünglich? Aus Bosnien. Bosnien, genau. Und jetzt hat man Tobi zu deinem Vater gesagt, gell, aus irgendeinem Grund. Und dann, als wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, gell, dein Vater heißt Tobi, weil der so einen komplizierten Namen hat, dass man den in Deutsch nicht aussprechen kann. Und du so, ja, Suat. Und ich, oh. Aber das schreibt man ganz kompliziert, gell? So, nee, S-U-A-D. Ganz einfach. Wieso heißt denn der dann Tobi? Der heißt Tobi, weil bei uns in Bosnien gibt es eine Leibspeise, die heißt Pogača. Das ist heißes Brot und super lecker. Und als Kind konnte mein Opa schon nicht Pogača sagen und hat Tobača gesagt. Und seitdem heißen wir alle, also ich, mein Bruder, mein Vater, mein Onkel, wir werden alle Tobi genannt. Ach. Also in Bosnien cool. Sind wir alle Tobi. Cool, ja, okay, jetzt hat sich das geklärt. Tobi, falls du zuhörst, liebe Grüße von mir. War immer eine coole Zeit mit dir. Wird er sich freuen. Ja, Cenan, erzähl uns, was geht ab in deinem Leben? Ey, ich bin Familienpapi an erster Stelle. Habe zwei wundervolle Töchter, eine wundervolle Ehefrau. Wir sind gerade erst in unser neues Zuhause gezogen. Wir haben ein schönes Häuschen, einen tollen Garten, die Kinder blühen auf. Uns geht's wirklich sehr gut. Berufstechnisch mache ich gerade Projektleiter in der Lüftungsbranche. Wundervoller Job, viel Abwechslung. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Und wenn jetzt noch die Musik anläuft, dann wäre es perfekt. Und das musst du dir vorstellen, ist ja nicht so, dass man einfach zu The Voice of Germany geht und dann hinterher für immer Musiker ist und automatisch reich ist und ausgesorgt hat, sondern das ist ganz anders und das erfahren wir nachher, was denn da genau alles so passiert. Und in solchen Phasen, gerade in solchen Phasen, heißt es einfach dranbleiben. So ist es. Und auf dranbleiben hat unser Gehirn oft keinen Bock. Weil wir haben verschiedene Gehirnteile in uns, wie du vielleicht schon mal in der einen oder anderen Folge gehört hast. Und unser Hauptgehirn für die Gefühle, also das Gehirn, das die Gefühle steuert, das ist ein Säugetiergehirn. Und dieses Gehirn versteht nicht, was Zeit ist. Das kennt nur das Jetzt. Deswegen will dieses Gehirn niemals etwas werden, sondern immer etwas sein. Ja, das hat keinen Bock aufzuhören zu rauchen, das will Nichtraucher sein. Das hat auch keinen Bock abzunehmen, das will schlank sein. Das hat einfach keine Geduld, weil es alles im Jetzt will. Und deswegen muss man sich selber wirklich verstehen, ja, und muss an sich arbeiten, um dran zu bleiben. Das geht nicht einfach so. Gell? So ist es. Ja. Jetzt singen wir unbedingt was vor. Ihr liebt es, wenn du singst. Ich kenne wirklich persönlich, also ja, okay, Doreen ist krass, aber ich habe das noch nie persönlich gehört, dass jemand so schön singt einfach. Ey, wie du, ich kriege Gänsehaut jedes Mal. Danke, danke. Ey, singst du uns was vor? Ich singe euch sehr gerne was vor. Es ist tatsächlich auch ein Song, den ich immer vorgesungen habe, schon seit Jahren, seitdem ich singe. Immer wenn ich gefragt wurde, hey Cenan, möchtest du was singen, habe ich gedacht, okay, komm, ich singe diesen Song, weil es ist so. Ich war früher R&B-Fan und wollte unbedingt immer diesen Song singen. Bitte. How do we come to the end of the road? Still I can't let you go. It's unnatural. You belong to me. I belong to you. Come to the end of the road, still I can't let it go. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Boah, siehst du aber, oder? Gänsehaut pur. Vielen Dank. Krass, oder, Selin? Wow. Jetzt ist
für mich an der Stelle so die wichtigste Frage. Ich habe irgendwann auch anfangen müssen, so an meiner Stimme zu arbeiten und mich mal trauen. Und ich weiß noch, ich habe damals, wollte ich mal Rapper werden. Gell? Und ja. Dann habe ich Texte geschrieben und dann, konnte ich einfach keine Beats produzieren. Gell? Ja. Das war furchtbar. Die haben sich so schrecklich angehört, dass ich dann Gitarre spielen gelernt habe. Und zwar nur, bis ich 3 Griffe konnte, dann habe ich schon eine Band gegründet. Cool, ey. Und dann weiß ich nur, ich habe mich so gefreut auf die erste Bandprobe. Stell mich da hin, die Musiker alle super gespielt, ja. Und dann fange ich an zu singen und höre meine verkümmerte Stimme, weil ich mich nicht traut habe. Und habe dann die ganze Bandprobe lang nicht mehr gesungen. Ich habe gesagt, jetzt ist erstmal wichtiger, dass wir uns auf die Musik. Und es war echt, also, und wie kommt man zu so einer Stimme? Vor allem, wie bist du zur Musik gekommen? Da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte. Und zwar, ich war immer schon so ein sehr schüchterner Mensch. Früher, in der Schule. Und Gesang war nie so ein Thema wirklich. So, man hat vor sich hingesungen, aber man hat nie gedacht, okay, was wäre, wenn ich jetzt jemandem vorsinge? Und es war dann, wir waren im Schullandheim, ich war in der 7. Klasse und da gab es ja die Kinderdiskos, die berühmt-berüchtigten. Und es lief ein Lied und es war laut und ich dachte mir, komm, es war so ein cooler Abend, ich habe voll laut mitgesungen und irgendwie ist das Lied ausgegangen und ich habe aber trotzdem weitergesungen. Und auf einmal alle Blicke auf mich und ich habe erst dann verstanden, scheiße, ich singe ja gerade vor. Und dann war so, oh mein Gott, du musst unbedingt irgendwo vorsingen. Das hört sich voll krass an. Und ich war so, echt, hä? Na, das ist eine Lüge. Kann ich mir nicht vorstellen. Und so hat es angefangen, dass ich dann gedacht habe, wow, ich konnte ja irgendwie doch Leute damit berühren. Und habe angefangen, damals auf Facebook meine ersten Cover hochzuladen. Und so bin ich dann quasi so, ja, dazu gekommen, mich Sänger zu nennen. Krass, oder? In dem Moment, wo die Musik einfach ausgeht. Unglaublich. Zack. Unglaublich. Ich war wirklich so, es ist auch heute so, wenn ich auf der Bühne bin, ist es wie ein Film. Und das war genau, das war für mich derselbe Moment. Ich habe einfach losgesungen und habe gar nicht verstanden, dass die Musik aus ist. Und so ist es dazu gekommen. Boah, wie ging es ab da los? Ab da ging es dann los. Natürlich, ich habe viele Videos gemacht, habe alles versucht, habe Covers gemacht. Eigentlich wollte ich immer nur so eine Bestätigung, ein Feedback von Leuten, mit denen ich jetzt zum Beispiel nicht immer abhing. Und Facebook war da die beste Plattform, dass dann Leute so geschrieben haben, ey, ich wusste gar nicht, dass du so singen kannst und voll cool und bewirb dich doch mal und mach doch mal. Und das habe ich jahrelang gemacht. Jahrelang immer mal wieder ein Video veröffentlicht, mal was Neues versucht und ja, das ging dann so weit, bis ich dann einmal ein Rap-Video hochgeladen habe von Casey Rebel und lag dann im Stadtbad und habe so auf mein Handy geguckt und dachte mir so, was geht denn hier ab? Ich krieg voll viele Nachrichten, voll viele Likes, was passiert denn hier? Und sehe, dass Casey Rebel persönlich mein Video geteilt hat. Und ich war so, what? Mama, schau mal! Ich war mit meiner Mutter im Stadtbad, schau mal, was passiert ist, der hat mich geteilt, ich kann es nicht glauben! Wusste die überhaupt, wer Casey Rebel ist? Sie hatte keine Ahnung. Sie war da so ja. Okay, ja krass, was so. Wer ist das? Ja. Und das war für mich die größte Ehre. Und mein Bruder und ich sind dann auf sein Konzert in Kempten, weil wir auch wirklich Fans von seiner Musik waren. Also ich bin Sänger, aber ich mag auch sehr gerne Rap. Und bin dann auf das Konzert. Wir haben uns früh angestellt, waren irgendwo in der 3., 4. Reihe. Und das Konzert war dann schon so bei der Hälfte. Und Casey Rebel hat performt und hört auf einmal auf, obwohl die Musik weiterläuft und sagt so, ey, warte, mach mal aus. So, ey Bruder, ich hab dich erst jetzt gesehen, komm auf die Bühne. Und ich drehe mich um und denk mir, wen meint er? Dann packen mich 2 Security-Leute und schleppen mich auf die Bühne. Ich dachte mir, what the fuck? Casey Rebel hat mich erkannt durch dieses Video und zieht mich jetzt in Kempten auf die Bühne. Und ich durfte dann tatsächlich auch mit ihm performen. Und das war der Moment, wo ich mich in die Bühne verliebt habe. Boah. Ja. Das heißt, du gehst eigentlich als Zuschauer auf ein Konzert und genau. Dann plötzlich, ohne dass du damit gerechnet hast. Hatte meinen ersten Gig vor 1000 Leuten. Boah, so viel zum Thema, sei immer bereit. Sei immer ready, immer, egal also, wo. Wenn du irgendwie deinen Weg gehen willst, sei immer bereit. Immer. Wenn dich nachts um 2 jemand weckt und sagt, jetzt ist deine Chance, dann muss es losgehen. Dann musst du abliefern. Ja, krass. Und wie ging es danach weiter? Danach war ja, ein Riesenhype um mich. In Kempten, Allgäu, gab es wirklich viele Leute, die gesagt haben, ey, du warst doch der von Casey Rebel.
Und es tat mir richtig gut. Es tat mir gut, von wirklich fremden Leuten dieses Feedback zu bekommen und zu denken, okay, irgendwie habe ich es ja geschafft, mit dem, was ich getan habe, Leute zu erreichen. Mhm. Und das wollte ich mir irgendwie zum Ziel machen. Und ich wollte aber, ich war trotzdem noch sehr schüchtern und wusste nicht, sollst du das wirklich machen? Und dachte mir, okay, Jenan, du brauchst, glaube ich, ein professionelles Feedback. Und habe es dann öfters versucht, mich zu bewerben bei Castingshows, wurde dann eingeladen bei The Voice of Germany, habe dann abgebrochen, weil ich noch keine Lehre hatte. Ich hatte Angst, dass ich mir irgendwie meine Zukunft verbaue, also 3 Jahre Lehre gemacht. Dann Job bekommen, wieder The Voice beworben, wieder gekündigt, weil ich ganz frisch in der Arbeit war und wollte mir da auch nicht mit den Chefs irgendwie Probleme machen. Also wieder habe ich das abgeblasen, The Voice of Germany. Also du wärst schon zweimal davor genommen worden? Ich war schon zweimal in den Forecastings eingeladen, ja. Krass. Und dann war es das dritte Mal und da habe ich mir geschworen, okay, Jenan, jetzt sprichst du das alles im Vorfeld ab. Gehst du deinem Chef, zeigst ihm die Verträge, die du bekommen hast, sagst, dass du so und so oft zu den Auftritten musst, zu den Aufnahmen, falls du es natürlich schaffst. Und diesmal ziehst du es durch, weil mein Vater war auch Schlagzeuger und war wirklich viel auf der Welt unterwegs. Und er sagt immer zu mir, ich bereue es, nicht weitergemacht zu haben. Ich hatte Angst, weitermacht zu machen. Und das war immer in meinem Kopf. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte unbedingt dieses Feedback von Profis, von Stars, die das schon, die tagtäglich irgendwelche Menschen hören. Und wenn die sagen, ey, du bist gut, dann will ich wirklich dran arbeiten. Und deswegen meine Bewerbung bei The Voice. Ja, krass. Diese Blind Auditions, das kann man ja alles auch sehen auf YouTube, aber keiner weiß ja so, wie läuft denn das wirklich ab? So kann man ja das sagen? Wie kommst du da hin? Wo ist das? Was passiert davor? Und wie wirst du auf die Bühne gerufen? Auf jeden Fall. Also es ist natürlich mit vielen Forecastings, wird aussortiert, wird gefiltert. Und es ist dann wirklich tatsächlich so, es gab mehrere 10.000 oder 100.000 Bewerber und zu den Blind Auditions schaffen es nur 150. Da bist du ja schon, du bist in der ersten Runde, aber bist schon unter den besten 150. Das allein war für mich schon so, oh mein Gott, 150. Und 80 schaffen es dann weiter in die Battles. Und dann ist es so, du hast halt viele Aufnahmen, Proben und ich hatte absolut keine Banderfahrung, keine Bühnenerfahrung, außer diesen spontanen Auftritt. Aber das nenne ich jetzt nicht als Erfahrung, dass ich weiß, wie man mit einem Mikrofon umgeht oder wie man ja, sich selber hört auf Boxen oder so. Und da habe ich es ernst genommen und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Bei den Bandproben habe ich immer gemeint, ich höre mich nicht. Und diese Unsicherheit hat es gebracht, dass ich meine Proben nicht richtig gut gemacht habe. Und immer gesagt wurde, ey, du darfst nicht so viel Angst haben, weil sonst schaffst du das hier nicht. Und das hat so einen Druck in mir aufgebaut. Und dann war der Tag der Blind Auditions und da gibt es auch viele Fernsehaufnahmen. Ich weiß, meine Familie war da, dann hat man Bilder von meinen Töchtern ausgegraben und dann durfte ich das so in einem Nebenraum sehen und war dann so richtig emotional geladen. Bin dann auf die Bühne und habe gedacht, ey, Jenan, mach's, wenn du rausfliegst. Fuck it, ist so, dann bist du raus, das ist eine Erfahrung, sowas wirst du nie wieder machen, mach's einfach. Und ich habe dann gesungen, lange gesungen, es hat sich keiner umgedreht, bis wirklich, glaube ich, 10 Sekunden vor Schluss, auf einmal gingen alle 4 Lichter an. Jeder hat sich umgedreht und ich war so, oh mein Gott. Und ich konnte tatsächlich, man sieht es auch in dem Video, ich konnte den Satz nicht zu Ende singen, weil ich so emotional, ich musste weinen. Weil ich dann auf einmal so das, was ich mir gewünscht habe, dass sich jeder umdreht und ich dieses Feedback bekomme, das wurde Realität. Und das war dann so, ja, ein sehr emotionaler Moment für mich. Boah, krass. Ich hab's mal angeschaut, also nicht nur einmal. Und mir ist ehrlich gesagt, also mir ist von der Aufregung oder sonst was, mir ist nichts aufgefallen. Gar nichts. Und ja, du rappst dann einen Song von Motrip, gell? Das war dann schon später. Ah. Genau, meine okay. Blind Audition war dann Classic von MKTO. Ah, okay, das siehst du, dann habe ich ein anderes Video gesehen. Genau, zu dem komme ich auch gleich. Ja, ja. Gerne. Genau, und dann ging es weiter. Also dann waren es die Battles. Ich war dann in Team Fanta, weil ich fand die Fantastischen Vier einfach sind für mich so ein das sind Leute, die schon seit Jahrzehnten in dieser Musikbranche überlebt haben. Mhm. Und erfolgreich sind. Und jeden, den du fragst, kennst du die Fantastischen Vier, sagen ja, egal irgendwie wie alt man ist, man kennt Fanta 4. Und ich wollte unbedingt zu den Fantas. Und es war eigentlich so,
ich muss mich, glaube ich, korrigieren. Als ich mir überlegt habe, falls sich jeder umdreht, wollte ich zu Samu gehen oder zu Yvonne Katterfeld, weil Yvonne Katterfeld war für mich eine, die konnte, die war einfach musiktechnisch auf einem Niveau, das ist der Wahnsinn, oder ist musiktechnisch auf einem Niveau. Dann hat sich Samu umgedreht und hat gesagt, ey, wenn du in mein Team kommst, machen wir nur Ed Sheeran Lieder. Und ich so, boah, voll geil. Und dann ist Smudo aufgestanden von den Fantas 4 mit den ausgestreckten Händen und hat gesehen, ich habe genau gesehen, dass du zu uns willst und in meine Richtung schaust. Und ich so, ja Mann, ich will zu euch. Und das war dann so, ja Mann, ich glaube, das sind die richtigen, weil die sind lustig, aber auch ernst. Und ja, bin dann in die Battles, durfte Backstage in Magdeburg auf ein Konzert von den Fantas, durfte dieses Backstage-Leben mal sehen. Wie ist das so? Wie bereiten die sich vor? Wie ist das nach dem Konzert, auf dem Konzert? Da waren, glaube ich, 8000 Menschen Open Air. Das war ein unfassbares Gefühl. Und du bist einfach hinten Backstage und schaust denen von hinten zu, wie Fanta 4 performt. Ja. Dann waren die Battles. Ich hatte eine Rapperin als Partnerin, gegen die ich antreten musste. Hab dann Gott sei Dank auch das Battle gewonnen. Das war aber Katastrophe. Also das war ein Song, mit dem wir uns nicht wohlgefühlt haben. Wir haben nicht performt. Ja, und so bin ich aber trotzdem noch weitergekommen. Und dann kamen die Sing-Offs. Und jetzt kommen wir zu So wie du bist von Motrip. Dieser Song war für mich immer schon so, dass ich gesagt habe, dieser Song ist ja passt zu mir wie die Faust aufs Auge. Weil meine Freundin kommt aus Deutschland, ich komme aus Bosnien. Wir haben ganz andere Kulturen. Wir reden anders zu Hause. Wir verhalten uns anders. Und Motrip sagt, ich komme aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, als sie von uns beiden erfuhren. Und also es war nie so, dass mir gesagt wurde, ey, ich finde das gar nicht gut, dass du mit Jasmin zusammen bist oder dass man zu ihr gesagt hast, was willst du denn mit ihm? Aber es ist einfach, diese Kulturunterschiede waren sehr, sehr bemerkbar. Und das war so ein Song für mich, den kannte ich. Ich wusste, ich kann den abliefern. Ich habe meine eigene Version draus gemacht und das habe ich das erste Mal bei den Proben von einem Weltstar gesungen. Beth Dito war als Gastjuror und hat sich das angehört und er hat gesagt, ich verstehe kein Deutsch, aber du hast mich wirklich berührt. Und das war der Moment, wo ich das Mikrofon genommen habe und gesagt habe, ich gehe hier raus, ich brauche kein Glück, ich liefere ab. Und wenn ich hier rausfliege, unter den Top 10 von den Fantas, dann ist es mir egal. Aber diesen Auftritt nagel ich wirklich an die Wand. Und so war es dann auch. Ich habe wirklich, wirklich abliefern können. Ich habe wirklich mein Herz ausgeschüttet in dem Song und bin dann in die Finalshows gekommen. Boah, ja, erst dieser coole Rap mit der rauen Stimme und dann, ja, im Original-Song wird ja der Refrain, dann wird von jemand anderem gesungen, aber nee, da gehst du erstmal in die Stimme und singst. Ja, leck. Also das war das Video, was ich gesehen habe. Genau. Wow. Welches Video von dir dürfen wir denn verlinken? Dieses Lied. Dieses Lied, genau. Okay. Wenn du von Motrip, ja, das passt einfach voll, schau es dir an. Wir verlinken es dir in den Kommentaren oder in der Bio oder wie man auch immer dazu sagt. Aber auf jeden Fall unten wird ein Link sein. Ja, sehr gerne, schau gerne drauf. Man kann mir auch auf Instagram unter meinem Künstlerprojekt Dian schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder auch mir einfach nur ein Feedback geben wollt, weil auch heute noch ist Feedback einfach das Wichtigste, was man haben kann. Ja, und man merkt ganz klar beim Cenan, dass ihm das Feedback nicht für sein Selbstbewusstsein wichtig ist, weil er fühlt beim Singen, er kriegt selber seine Bestätigung von sich. Ihm ist wichtig, dass er was bewegt. So, das merkt man und deswegen, das ist Feedback, gell? So ist das. Ja, dass du einfach die Leute triffst mit den Emotionen, weil das, ja, Musik öffnet da sofort die Tür. So ist das. Ja, und dann, wenn es noch so eine Musik ist. Wow. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir spielen nachher noch einen Teil von einem Song vom Cenan ein. Also bleib unbedingt dran. Da gibt es wirklich noch eine Aufnahme von ihm. Wow. Vielen Dank. Beim Ende von The Voice, da seid ihr noch auf Tour gegangen, oder? Also nach. Richtig. Also es war so, die Top 6 ging auf Tour. Ich bin vor der letzten Live-Show, Finalshow rausgeflogen. Da gab es die Top 4, da war ich nicht mehr mit dabei. Und es gab 2 Wildcard-Gewinner. Und da war ich auch nicht mit dabei. Und ich war im Zug, bin nach Hause gefahren. Es gab dann noch eine richtig dicke Party. Und wir sind dann am nächsten Tag nach Hause gefahren. Und
Ich war im Zug, habe irgendwie versucht, meine Gefühle zu sortieren, dass diese ganze Zeit vorbei ist und ich es nicht auf die Tour geschafft habe. Und bin wirklich, das ist keine Story, ich bin dann mit dem Zug von Berlin nach Kempten, musste erstmal meine Gefühle sortieren, weil ich bin rausgeflogen, die Tour konnte ich nicht mit dabei sein, war wirklich traurig und ungelogen, ich habe den ersten Fuß an den Gleis in Kempten gesetzt und bekomme Anruf mit einer unbekannten Nummer und gehe ran. Und dann war es Semmelkonzert, die Voice-Tour planen. Und die haben gesagt, es gibt eine, die aussteigt, ob ich nicht der direkte Nachnominierte sein möchte. Und ich war so, oh mein Gott, diese Frage, das war alles, was ich wollte, diese Tour. Und ich bin nach Hause gekommen, habe das meiner Familie erzählt. Und ehrlich gesagt, meine Frau war am Anfang nicht super begeistert davon, weil wir hatten ein Kind daheim und sie wusste, ich bin einfach 2 Monate weg. Ich bin nicht zu Hause. Ich komme nur an Weihnachten und an Silvester. Und sonst bin ich weg. Und das war eine sehr, sehr, sehr harte Zeit für die Familie. Aber es war die beste Zeit meines Lebens, wenn ich meinen Traum erfüllen will, dann würde ich sagen, es war die beste Zeit meines Lebens, weil diese Tour war der Wahnsinn. Wir waren in 22 verschiedenen Großstädten, haben vor teilweise 5000 Menschen gespielt. Es war wirklich, ich kann nur sagen, wie das war das Schönste, was ein Musiker, glaube ich, erleben kann. Auf Tour zu gehen, dass da 5000 Menschen sind, die wirklich brutal abfeiern, dass man ja gerade auf der Bühne steht. Autogrammstunden gegeben, man hat Fotos geschossen, man hat Interviews gegeben. Das war so, was man sich vorstellt, ein Star zu sein. Das war wirklich das Beste an der ganzen Sache. Wenn du sagst, das war das die schönste Zeit in deinem Leben, dann meinst du natürlich bisher. Weil wenn man dich singen hört, dann ist ganz klar, was dann noch passiert. Danke. Genau, und nachdem wir dann eine wundervolle Tour haben, hatten wir einen Tourabschluss. Und ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, es war ein Sonntag. Also Samstag war der letzte Auftritt. Wir haben noch gefeiert. Und am Sonntag bin ich dann mit dem Zug nach Hause. Wurde super empfangen von meiner Tochter, von meiner Frau. Es war wunderschön, nach Hause zu kommen. Aber das Harte ist dann, ich war dann am Montag direkt wieder auf der Arbeit und durfte meinem Chef halt erstmal wieder Kaffee kochen, meine Mails checken. Und du denkst dir so, Alter, was mache ich hier? Vorgestern habe ich Autogramme gegeben, habe vor 5000 Menschen gespielt und ich hocke heute im Büro und weiß nicht, was mit mir passiert. Meine Zukunft, musikalische Zukunft, ist offen. Aber das, was du hattest, und das realisierst du dann ziemlich schnell, wirst du so schnell nicht mehr haben. Und das war eine sehr schwere Zeit für mich. Also die ersten 2 Wochen war ich wirklich wie in so einem Loch, weil du hattest so viele Glücksgefühle und dann bist du eigentlich unzufrieden mit deiner Lebenssituation. Nicht zu Hause. Zu Hause ist alles wunderschön. Aber halt einfach dieses Aufstehen 9-to-5, dieses strukturierte Alltagsdenken, das hat mich fertig gemacht. Ja, das ist auch physiologisch übrigens erklärbar, wenn man lange auf ein Ziel hinarbeitet und dann in so einer ständig Komfortzone verlassen Situation ist, dann kann das Gehirn immer verschiedene Botenstoffe produzieren. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Aber einfach ein Beispiel, so um sich zu motivieren, ist Dopamin. Wird da also ausgeschüttet. Ja? Das ist übrigens der gleiche Stoff, der auch vermehrt in den Synapsen ist, wenn jemand Kokain nimmt. Also wirklich, dieses Dopamin pusht ein, das ist so die Zielgeraden, Motivation. Und dann diese Endorphine, ständigen Glücksgefühle, Glücksregen, kann man schon fast sagen. Und dann plötzlich produziert dein Gehirn kein Dopamin mehr und keine Endorphine, weil da keine Sachen kommen, die das toppen. Richtig. Und unser Belohnungssystem reagiert immer nur, wenn wir was toppen. Ja. Und das heißt, also das ist dann einfach wirklich sowas wie eine physiologische Depression, die da einfach mal ein paar Wochen anhalten kann, weil dir der Stoff im Körper fehlt. Ja, das ist wirklich hart. Also es ist wirklich, ich bin auch froh, dass ich dann eine Familie zu Hause hatte, egal ob es jetzt meine Tochter und meine Frau waren oder meine Eltern, die mich da wirklich aufgefangen haben und wieder unterstützt haben, weil ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht so einfach wegstecken, weil es wirklich, wirklich fürs Mentale, für dich selber einfach super anstrengend ist und schwierig ist, damit dann klarzukommen. Ja, und so ist es tatsächlich, dass es
einige Menschen nicht so leicht wegstecken. Man hört immer wieder, dass zum Beispiel Extremsportler oder Profisportler nach ihrer Karriere dann tatsächlich kokainabhängig werden, weil die diesen extremen Dopaminrausch im Körper so gewohnt waren, dass die ohne den Sport dann nicht mehr klarkommen, wenn die diesen Sport nicht langsam reduzieren und dabei echt extrem auch an ihrer Psyche arbeiten. Dann hast du aber deinen Traum nicht aufgegeben. Oder wahrscheinlich war es im Nachhinein mal, wenn wir in 10 Jahren reden würden, das beste Geschenk, dass du einmal diese Gelegenheit hattest und sie dir dann genommen wurde, damit du merkst, ich muss da dranbleiben. So ist es. Ja, weil sonst wäre es vielleicht irgendwie einfach musikisch ein Hobby. Sonst hätte es so dein Gehirn abspeichern können, hätte es sein können. So ist es. Und ich habe da natürlich überlegt, was tust du? Ich hatte Anfragen von Managern, wo ich dachte, sind die seriös, sind sie nicht? Weil man muss auch in der Musikbranche aufpassen, nicht jeder Manager ist ein Manager. Und ich hatte dann aber eine Frau, Linda, liebe Grüße, falls sie das hört, die gesagt hat, ey Gina, pass mal auf, ich war in einem Konzert von euch, wir haben uns getroffen, ich konnte mich noch an sie erinnern. Sie hat mir Fotos geschickt von dem Backstage-Bereich, wo sie fotografiert hat mit Fans und was ich gar nicht mitgekriegt habe. Und hat gesagt, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Und ich war so, ey cool. Hab mich mit ihr getroffen, hab gesagt, komm, lass uns das machen. Du kannst mich managen, ich möchte gerne Auftritte, ich möchte meine eigene Musik machen. Und so hat es angefangen. Ich durfte dann nach Augsburg, oder sie hatte viele Connections nach Augsburg. Ich hatte viele Auftritte, auch in Augsburg. Unter anderem beim Dominik Scherer. Er ist Musiklehrer von einer wundervollen Musikschule in Augsburg. Mit ihm wollte ich meine ersten Songs produzieren und mit der Sarah Straub. Sarah Straub ist auch ein bekannter Name im Allgäu, weil sie viel auftritt hier. Ist auch eine wundervolle Sängerin und Musikerin. Und so war mein Start. Und ich weiß noch, ich hatte dann meinen Auftritt in der Musikschule. Mir wurde gesagt, ey, wir machen einen Auftritt, also willst du einen Auftritt machen? Und wir hätten einen Bassisten, der kommt extra aus Berlin. Der spielt auch irgendwie bei Max Giesinger in der Band und dem schicke ich einfach deine Songs, der wird sich dann irgendwas einfallen lassen und so ist es dann. Ich so, okay, ja cool. Und ich war auf der Bühne und tatsächlich, der Bassist heißt David Thornton, der kam dann so quasi fast aus dem Zug auf die Bühne und hat halt voll abgeliefert, so mega geil Bass gespielt und wir haben noch nicht ein Wort miteinander geredet und haben zusammen gespielt. Und David kam danach auf mich zu, er ist auch noch sehr jung, so jung wie ich, ich glaube 1-2 Jahre älter. Und hat gesagt, ey Bro, das war voll geil, hast du dir überlegt, irgendwie eigene Musik zu machen? Und weil ich zu dieser Zeit nicht wirklich was Handfestes hatte als eigene Musik, habe ich Nein gesagt. Und er hat gesagt, dann komm doch einfach mal zu mir nach Berlin und wir machen das. Und am Anfang war ich unsicher, weil ich nicht wusste, okay, wie wird das denn wohl sein? So mal nach Berlin, also als Landei. aber ich habe dann gesagt, komm, ich will unbedingt, die Chance nehme ich mit. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich sage, ich will das machen, die Chance nehme ich mit und bin nach Berlin. Und ich muss sagen, die nächsten Zeilen würde ich gerne dem David widmen. Er ist wirklich ein unfassbarer Mensch, unabhängig von der Musik und was er mir ermöglicht hat. Ein wundervoller Mensch, sowas wie ihn. Mir wurde immer gesagt, du hast in deinem Leben so viele beste Freunde, dass du sie mit einer Hand zählen kannst. Und David gehört hundertprozentig zu meiner Hand dazu. Nicht nur, wie gesagt, meinen Aufenthalt dort, diese ganze Musikgeschichte, der hat mich wirklich begleitet, war mein Coach mental, wenn ich irgendwie Fragen hatte zu Musik, wenn ich mir unsicher war mit meinen Liedern, was ist der nächste Schritt? Er hat mich zu Managern gebracht, zu Leuten, die mir helfen können und er hat wirklich nie etwas von mir verlangt. Und das war für mich einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Geste. Er hat so sehr an dieses Projekt geglaubt, weil wir das irgendwie zusammen wirklich auf die Beine gestellt haben. Und ich durfte meine eigenen Songs machen. Ich durfte meine eigenen Lieder schreiben,
eigene Kompositionen von den Leuten, die mir geholfen haben in den Sessions. Und wenn du dann da drin bist, in dieser Welt, in dieser Songwriting-Welt, in dieses Musikschreiben für dich, dass du Leute kennenlernst, wie die musizieren, wie die schreiben, dann bist du gefangen. Musik, diese Musikwelt ist unfassbar schön. Boah, und du hast uns von deinen Aufnahmen tatsächlich was mitgebracht. Richtig, wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir meine EP fertig haben. Es sind sehr, sehr viele Songs, die entstanden sind in der Zeit. 4 dieser Songs haben wir jetzt genommen, die wir als erstes veröffentlichen wollen. Ja, dieser Song auch mit David geschrieben. David war der Produzent davon. David hat die Produktion für diesen Song gemacht. Und für mich ist dieser Song mein Liebling, also es ist mein absoluter Lieblingssong. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die letzte Passage dieses Songs euch vorspielen darf. Ja, das gibt's noch nirgends zu hören, oder? Das gibt's tatsächlich noch nirgends zu hören. Man kann es auch nicht hören. Ja. Es kommt erst tatsächlich im Laufe des Jahres raus. Und ja, ich bin super aufgeregt. Boah, vielen Dank. Was für eine Ehre. Vielen Dank. Du bist wie ein Porträt und immer werde ich dich sehen. Zeig mir jeder Pinsel schlicht, wie schön du bist für mich. Du bist wie ein Porträt für mich. Du bist wie was für schöne Zeilen. Vielen, vielen Dank. Boah, für wen ist der Song? Darf ich es wissen? Porträt war tatsächlich ein Song. Ich habe mir immer überlegt, wie sage ich einer Frau, ich liebe dich, ohne das Wort ich liebe dich zu verwenden. Und an dieser Stelle, das Zitat habe ich tatsächlich, ist nicht von mir, sondern ist von einem Freund von mir, Rias. Der hat immer gesagt, er liebt es zu texten. Er will ich liebe dich sagen, ohne das Wort ich liebe dich zu verwenden. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich einer Frau, meiner Frau, ein Kompliment machen, ohne direkt zu sagen, dass ich sie sehr gern habe. Und da ist Porträt entstanden, weil ich ihm sage, du bist wie ein Porträt und immer wenn ich dich sehe, es gibt so viele Textpassagen, weil ich mir denke, so Porträts sind so toll gemalt und Striche und es ist immer schön. Und tatsächlich war an dem Tag eine Songwriterin da, die hat gesagt, ey, wenn mir ein Mann so ein Kompliment machen würde, das wäre mein größter Traum. Und es war dann so wirklich, ja, so ist der Song entstanden. Und eigentlich, während wir diesen Song aufgenommen haben, habe ich mich selbst in diesem Song gefunden. Weil ich sage in den Strophen, du sagst es wieder, einer dieser Tage, an dem ich dein Spiegelbild nicht mag. Und so ist es ja bei mir auch. Ich habe ja auch Phasen gehabt, super zugenommen, dann wieder abgenommen, dann wieder zugenommen. Und du hast immer Phasen, wo du dich nicht magst. Es gibt ja Menschen mit Behinderungen, es gibt Menschen mit Narben im Gesicht. Menschen, die einfach ihr Spiegelbild nicht mögen, obwohl die so toll aussehen. Und ich habe mir gedacht, okay, dieses Lied soll eigentlich gar nicht mehr dafür stehen, dass eine Frau toll ist, sondern dass jeder Mensch, wenn er in den Spiegel ist, schaut, toll ist, so wie er ist. Und das ist die Message aus Porträt. Boah, wie schön. Und ich habe schon ein bisschen mehr gehört aus dem Album und kann dir sagen, es macht so Spaß, den Cenan zuzuhören, weil er seine Texte so unglaublich bildlich schreibt. Ja, das ist also, ich mache das in der Hypnose, dass ich versuche, Bilder zu erzeugen. Ja. Und so komme ich mir vor, wenn ich mir ein Lied von dir anhöre, weil du zeichnest wirklich mit den Worten Bilder in meinem Kopf. Danke, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich eine Art und Weise, wie man schreibt. Und für mich war immer wichtig, ich will autobiografisch sein. Die Leute sollen mich kennenlernen, gerade in meinen ersten Songs. Und ich will in Bilder erzählen. Ich will nicht viel komplizieren, sondern ich möchte, dass man genau das, was ich gerade erzähle, bildlich vor sich hat. Boah, und das passiert. Danke. Definitiv. Das freut mich sehr.
Was heißt jetzt für dich dranbleiben? Das ist so krass. Ich kannte das früher, als ich jetzt noch niemanden so aus der Musikbranche kannte, durch meinen besten Freund Martin natürlich, kenne ich jetzt einige Musiker, aber für mich war immer so, die führen ein total krasses Leben und sind auf der Bühne und sind reich und so weiter und die müssen alle nicht arbeiten und so habe ich gedacht, ja. Und jetzt aber die Vorstellung, dass da jemand so ein Album aufnimmt und gleichzeitig arbeitet und was da alles dahinter steckt. Was heißt dranbleiben für dich? Dranbleiben ist wirklich, was ich dir eigentlich auf den Weg geben kann, weil es gibt diesen Moment im Leben, wo man sagt, okay, das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Es ist das, was du vorhin beschrieben hast. Es passiert mit deinen Gefühlen und mit in deinem Gehirn so viel, dass es fest bleibt. Und eine schöne Art von Sucht, sage ich immer. Und für mich war es immer so wichtig, egal was im Leben passiert, versuche nie zu sagen, okay, es reicht jetzt. Jetzt höre ich auf. Weil genau dann öffnet sich eine Tür, die dir was anderes ermöglicht. Und so war es bei mir auch. Ich war glücklich nach The Voice, ich hatte einen super Job, Familie zu Hause, ich hatte meine Auftritte und plötzlich verliere ich meinen Job und stehe dann da und wusste nicht, was ich machen soll und konnte dann bei einem Bekannten als in der Gärtnerei arbeiten, im Landschaftsbau. Also es war ein sehr harter Job und ich habe natürlich deutlich weniger verdient wie in meinem Job zuvor, weil ich hatte wirklich einen guten Job. Und in der Zeit kam dann auch noch Corona. Ich konnte meine Musik ja gar nicht veröffentlichen und gar nichts mehr machen irgendwie. Und es gab keine Auftritte. Diese Lage war wirklich so, dass man sich manchmal denkt, wie ist ausgangslos. Aber gerade dann muss man eigentlich dranbleiben und sagen, nee, es ging mir schon mal besser, also kann es mir wieder so gut gehen. Und das war so ein Motto, was mir immer im Herz wichtig war für mich selber, weil ich wollte nie schlechte Laune verbreiten, ob es zu Hause ist oder irgendwo draußen. Ich wollte nie Freunde und Familie vernachlässigen, aber auch nicht mich selber. Und bei mir selber war es die Musik. Deswegen war ich immer dran und habe geguckt, was können wir machen, managementtechnisch. Da hat sich auch vieles verändert und ich habe dann neues Management, mit dem ich auch super glücklich bin. Und das wieder aufzubauen, wir sind jetzt wirklich auf einer Phase, wo wir sagen, ey, wir veröffentlichen die Lieder jetzt dann. Und vor 2 Jahren bei Corona hat keiner daran gedacht, dass das jemals passiert. Aber wenn man dranbleibt, dann schafft man auch das. Zu mir hat in ganz jungen Jahren mein Coach gesagt, wenn du alles gibst, und zwar wirklich alles, ich meine nicht 99%, sondern 100%, und die Umstände sprechen gegen dich, dann wird immer ein Wunder passieren. Und ich habe den so ausgelacht in meinem Kopf, weil ich mir gedacht habe, du spiritueller Vogel. Ja, aber es ist immer so gewesen in meinem Leben. Und auch, wie war es gerade bei dir? Du erzählst den ersten Fuß, setzt du in Kempten am Bahnhof auf, ja, dann kommt der Anruf, komm wieder. Ja. Genau, dann so denkst du, jetzt ist alles vorbei danach, dann schreibt dir die und schickt dir die Fotos und sagt, hey, es geht doch weiter. Genau. Es passieren Wunder, wenn du dranbleibst. So ist es. Ja. So ist es. Man darf sich wirklich nicht selber aufgeben. Weil wenn man seinen Traum aufgibt, dann gibt man auch einen Teil von sich selber auf. Und auch wenn man 60 ist, dafür gibt es ja, es gibt ja Menschen, die sind 60, 70, die treten noch auf, die machen Musik. Vielleicht sind die nicht super erfolgreich, aber es ist genau das. Die erfüllen sich einfach dieser Seelenfrieden, wenn die auf der Bühne sind. Die erfüllen die sich auch noch mit 70. Und das ist immer so wichtig, auch wenn man nicht der Erfolgreichste ist, weil Erfolg hat nicht viel mit dem Können zu tun. Erfolg hat so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Es reicht eine Tageslaune von jemandem, der dir helfen kann, das entscheidet, du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und deswegen sage ich immer, solange du etwas machen kannst und wenn du jetzt nicht vor 10.000 Leuten spielst, dann sei froh, dass 200 dir zuhören. Und wenn solange dir das deinen Seelenfrieden gibt, dann mach das immer und arbeite dran. Und solange du diese 200 Leute 50 Jahre lang immer glücklich machst mit deinem Auftritt, dann hast du alles geschafft. Was würdest du sagen, die Frage, die in fast jedem Podcast kommt, weil ich den Menschen Mut machen will, sich zu trauen, Fehler im Leben zu machen. Was war dein wertvollster Fehler? Mein wertvollster Fehler?
ist, ja, es gibt eine Textpassage aus einem Song und es ist mein wertvollster Fehler, denn Musik nahm mir alles, was ich hatte und gab mir, was ich nie bekam. Das bedeutet so viel wie, in meinem Fall hatte ich hatte Familie. Es gibt so viele Menschen, die kämpfen dafür, eine gesunde Familie zu Hause haben. Ich hatte das einfach. Mir wurde das so, ich hatte es einfach. Ich hatte ein Zuhause, ich hatte einen Job, einen guten Job. Ich habe eigentlich alles gehabt, was viele Menschen haben wollen. Aber was ich nie hatte, war diese Anerkennung, die mir gefehlt hat. Ich wollte immer zeigen, was ich kann. Und dabei wollte ich nicht zeigen, so wow, schau mal, wie cool ich bin. Sondern mich hat es immer gefreut, andere Menschen zu berühren. Und das hat mir in meinem Leben irgendwie gefehlt. Irgendwie eine Message rauszubringen, dass viele Leute mir zuhören, das hat mir gefehlt. Und deswegen sage ich immer, Musik nahm mir alles, was ich hatte, weil ich war auf Tour. Ich habe 2-3 Monate meiner Tochter verpasst, die gerade noch so ziemlich jung war. Meine Frau hat es alleine gestemmt. So viele Sachen sind einfach passiert. Und das hatte ich ja alles, was mir ja quasi weggenommen wird, wenn du 2 Monate nur auf Tour bist. Aber es gab mir einfach das, wonach ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Damit will ich nicht sagen, dass das wichtiger ist wie die Familie, sondern es ist einfach, man arbeitet jahrelang an etwas, was man haben möchte und bekommt es dann. Und das sind halt immer so die, ja, es war einfach das Schönste. Und wenn man das Schönste im Leben hat, dann hat man immer Einbußen. Aber solange man sich das mit sich selber vereinbaren kann, ist das wirklich jeden Tag ein Grund, dran zu bleiben. Zu mir hat ein Mentor mal gesagt, Tobias, Erfolg bedeutet Disziplin und Verzicht. Heute sage ich, dass Leidenschaft auch dazu gehört, weil dann machst du auch noch das, was du willst. Aber es ist Disziplin, das heißt dranbleiben und das heißt auch verzichten. Das heißt, wenn die anderen halt einfach Fernsehen schauen oder weggehen oder ja, einfach grillen, dann bist du halt im Tonstudio, dann bist du halt am Üben, dann bist du halt auf Tour. Definitiv, definitiv. Und ich finde, wenn man einfach ein super Umfeld mit sich hat und das merkt man dann ganz schnell bei sowas. Man hat Erfolg und auf einmal ist jeder dein Freund. Das sind diese typischen Sachen, die man sagt. Aber es stimmt tatsächlich so. Man erkennt dann, welche Menschen begleiten dich überall hin, welche fahren mit dir, egal wo es hin ist, wie weit die Strecke ist, wer fährt mit dir mit, wer ist immer da, wenn du was brauchst. Da merkst du, wer die wichtigsten Menschen in deinem Leben sind. Und solange diese Menschen dich immer unterstützen, wirst du immer erfolgreich mit dem sein, was du tun wirst. Und so war es bei mir. Meine Familie hat mich unterstützt. Meine Kinder sind so groß geworden. Die sagen jetzt, ey, der Papa geht singen. Und für die gibt es nichts Größeres, wie dass der Papa singt. Und heute ganz, ganz wirklich, als ob es Zufall ist, hat Mia, die ist 5 Jahre alt, meine große Tochter, hat Noten auf ein Blatt gemalt und hat zu meiner Frau gesagt, schau mal Mama, ich habe dir ein Lied auf ein Blatt gemalt. Und dann merkt man einfach, dass die so in dieser Musikwelt mit mir mit drin sind, dass das für die selbstverständlich sind, was der Papa da macht. Und auch meine Frau ist, die muss dann mit 2 Kindern klarkommen, wenn ich nicht zu Hause bin. Und die macht das so gut. Und ich muss hier an der Stelle auch sagen, ohne sie würde das alles gar nicht funktionieren. Meine Eltern sind auch immer da, ihre Eltern. Ich habe wirklich eine tolle Familie und tolle Freunde, die das alles möglich machen. Weil wenn man, das Wichtigste ist, das Wesentliche nicht aus den Augen zu lassen. Und das Wesentlichste im Leben ist immer Familie und Freunde. Ja, Mann. Zuerst kommt ja immer die Gesundheit und die Beziehungen, die Liebe im Leben. So ist und es. Und dann erst die Berufung. So ja, ist es. Ganz genau. Jetzt sieht man dich als Musiker auf der Bühne und sieht einfach einen Profi abliefern. wenn man mal selber auf eine Bühne gerufen wird und das noch nicht oft gemacht hat, dann denkst du ja auch, will ich nicht, weil man natürlich Angst hat, was zu verpatzen. So ist es. Wie geht's dem Cenan? Hat er auch schon mal was verpatzt? Ey, da gab es schon 2 prickelnde Momente auf dieser großen Tour. Gerade auf dieser Tour, wenn du so vor 5000 Leuten spielst, versuchst ja alles richtig zu machen. Und es gab 2 Momente. Bei einem Song sind wir immer runter ins Publikum und dann war es halt die Gewinnerin der Staffel, Nadja, Gregor Hegele, der mittlerweile ja wirklich ein erfolgreicher Newcomer ist, der super, super tolle Musik rausgebracht hat. Alle, die ihn nicht kennen, Gregor Hegele, gerade erst wieder einen neuen Song rausgebracht, hört es euch an, unfassbarer Sänger. Und ich, wir hatten eine Performance zu dritt und sind immer unten am Publikum gewesen
Und wir haben ja unten hinten an der Tasche, an der Hosentasche immer unseren Sender gehabt. Und jetzt sind wir da raus, so Publikum, sind so rumgesprungen. Auf einmal fliegt mein Sender weg und landet unter den Sitzen von irgendeiner Publikumsreihe. Was für mich bedeutet, ich stehe auf der Bühne vor 5000 Menschen und höre nichts. Gar nichts. Keine Gitarre, meine Stimme nicht. Nichts. Ach, der Sender war nicht vom Mikrofon, sondern von deinem Ohrstöpsel, genau, wo du dich selber hörst. Von meinen In-Ears. Also ich habe nichts mehr gehört. Oh. Hab den In-Ear rausgeschraubt und dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Und hab immer geguckt, so okay, ich hab mich jetzt gefühlt als einer, der im Publikum hockt, und hab gedacht, okay, ich versuche mal einigermaßen den Takt zu treffen, wann ich singen soll. Ich konnte mich ja nicht mal hören. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, wow, okay, ein Riesenpatzer. Und der zweite Moment war auch auf der Tour. Wir hatten immer einen Aufstieg zur Bühne. Der war an allen Konzerten immer direkt vor der Bühne. An einem Konzert, Gott sei Dank, seitlich. Und es war tatsächlich wieder dieselbe Gruppe. Wir sind unten zu den Zuschauern, haben abgeklatscht, sind zurück auf die Bühne und ich bin einfach die Treppen gestolpert. Ich bin hoch und hat's einfach so am Mikrofon bam, 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 bam gemacht. Und es war zum Glück die letzte Zeile, weil keiner konnte mehr singen. Jeder hat sich den Arsch abgelacht. Ich lag am Boden und Gott sei Dank, vielleicht haben mich 100 Leute gesehen, die so seitlich saßen, oben an der Reihe, sonst niemand. Aber es war dann auch so, wo ich mir dachte, oh mein Gott, warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Ich habe mal gehört, dass Angus Young, der quasi Solo-Gitarrist von AC/DC, dieses liegende Gitarren-Solo auch deswegen so legendär immer wieder gespielt hat, weil er einmal wirklich auf die Fresse gefallen ist, weil er über sein Kabel damals noch, am Anfang gab es noch die Kabel, gestolpert ist. Ja, und dann hat er ja immer mit Funksender gespielt und der ist über sein Kabel geflogen und hat einfach auf dem Rücken weitergespielt und das wurde dann ja, das sein wurde Markenzeichen. Sein Move. Ja. Cool. Wenn du den Cennan live hören willst, ja, dann kann man dich auch buchen, oder? Auf jeden Fall. Also aktuell durch Corona sind jetzt keine großen Auftritte geplant, beziehungsweise stehen noch aus. Die Daten werden dann auf jeden Fall auch ziemlich schnell bekannt gegeben. Aber sollte es irgendetwas geben, was man halt sich gerne, falls ich euch einen Gefallen tun kann auf einer Hochzeit, falls ich euch einen Gefallen tun kann bei irgendeiner privaten Angelegenheit mit meiner Stimme, falls ihr sagt, ey, die Stimme gefällt mir so, ich könnte ihn mir da und da vorstellen, schreibt mir gerne. Mein Künstlerprojekt heißt Dian, da bin ich auf TikTok und Instagram und überall erreichbar. Ja, falls du mich brauchst, ich bin da. Sehr cool. Vielen Dank für deine Lebensgeschichte. Danke auch für diese Ehrlichkeit und dass man da einfach so hinter deine Kulissen mal blicken darf und sieht, ja, sowas ist nicht immer einfach, sowas kann hart sein. Und egal, wo du da draußen gerade auf deinem Weg bist, das tut gut, sowas zu hören, wenn andere auch diesen Weg gehen, wenn andere auch mal stecken und du siehst, hey, die machen weiter, ja, dann gibt dir das Gefühl, das ist okay, mach auch weiter. Bleib dran. Und wenn du spürst, deine Augen leuchten bei irgendeiner Sache, die du machst, ist das ganz egal, ob das dein Hobby ist und du das zum Beruf machen willst oder ob du es als Hobby weitermachst. Aber bleib dran und nimm dir das nicht. Ganz, ganz viele Leute werden viel zu erwachsen im Leben und wundern sich dann, wieso sie später einfach kaum nur Gefühle spüren können. Ja, weil unser limbisches System im Gehirn, das unsere Gefühle steuert, das will spielen. Das will einfach spielen im Leben. Und wenn es das nicht kriegt, dann kommt es auf einer anderen Seite wieder. Dann geht es dir nicht gut, dann kannst du nicht schlafen, dann passiert sonst was, dann kompensierst du es mit irgendwelchen Süchten. Aber du musst irgendwas machen, was deine Augen zum Leuchten bringt. So ist es definitiv. In 2 Wochen haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Diesmal habe ich das erste Mal einen Mediziner bei mir. Es geht um das Thema Schlaf. Es ist ein Mediziner, der hat ein eigenes Schlaflabor. Und da schauen wir mal, was einfach mit unserem Gehirn so passiert, Wahnsinn, wenn wir schlafen. Cennan, 2 Fragen habe ich noch. Erstens, was würdest du den Leuten gerne noch mit auf den Weg geben? Was ich auf jeden Fall auf den Weg geben kann, da ging es mir nicht anders. Schau nicht auf andere Menschen. Schau nicht, wie schnell jemand sein Ziel erreicht. Um es wieder in einem Bild zu erklären, der eine braucht vielleicht 2 Stufen zum Erfolg und du hast 100 Stufen.
Aber bleib dran, um diese 100 Stufen zu erreichen, weil dann bist du auf derselben Ebene wie zu dem Typen, den du immer aufgesehen hast, zu dem Menschen. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das selbst zu reflektieren, dass mein Glück kaputt geht, indem ich neidisch auf andere Menschen bin, wie schnell die etwas erreichen, obwohl der Weg derselbe ist. Nur ich habe ein Fahrrad und der andere fährt ein Auto. Deswegen ist er schneller am Ziel. Aber trotzdem wirst du dein Ziel erreichen, wenn du dranbleibst. Vielen Dank. Sehr wertvoller Tipp. Kann ich nur bestätigen. Und kriegen wir noch ein Outro von dir? Klar. Damit verabschieden wir uns dann auch, weil ich höre den einfach so gern singen. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. But honey, I stay stoned on your love all the time. Dankeschön. Und die mag die so unfassbar gern. Schön an. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Danke für die Folge. Ciao. Bis in zwei Wochen. Und vielen Dank auch an Celine. Das hast du mega gut gemacht, mein Engel. Die Celine saß die ganze Zeit über am Mischpult. Die hat unser Intro eingespielt, unser Outro. Die hat die ganze Zeit die Regler bedient und hat hier echt einen mega Job gemacht. Und ob das männlich genug ist oder nicht, ist uns doch scheißegal. Hauptsache, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Und das war's wirklich. Danke, Celine.